Radio Bielefeld. Liebold live. Mit Andreas Liebold einen schönen guten Abend. Nein, das ist nicht Max Mutzke auf dem Foto zur Ankündigung der heutigen Liebold Live-Sendung auf der Radio Bielefeld Homepage. Nein, das ist Daniel Wagenbreth. Der ist aus Bielefeld, der ist auch Musiker. Daniel Wagenbreth ist Rapper und Musikproduzent und er bringt Jugendlichen das Rappen bei. Er ist nämlich auch Musikpädagoge und heute Abend ist er bei Liebold Live. Schönen guten Abend, Daniel. Hallihallo. Und du arbeitest auch zurzeit an einer Platte. Wird das dann eine reine Rap-Platte? Eine reine Rap-Platte. Nein, zumindest eine facettenreiche Rap-Platte. Also auch andere Musikstile mit dabei. Wie macht man das eigentlich, wenn man jemandem das Rappen beibringen will? Darüber sprechen wir gleich nach zwei Songs hier im besten Mix bei Radio Bielefeld. Radio Bielefeld, Liebold live. Sein Künstlername ist WD. Das sind auf Englisch die Initialen vom Bielefelder Musiker Daniel Wagenbreth. Umgedreht eben WD. Er ist auch Musikpädagoge, bringt im Rahmen des sogenannten School Party Projektes Bielefelder Schülerinnen und Schülern das Rappen bei. Aber wie geht das? Daniel, wie bringt man Menschen das Rappen bei? Optimalerweise hat man eine interessierte Projektgruppe, interessierte Kids, interessierte Leute, manchmal sogar Kinder. Ja, und dann fehlt der Plan. Den Plan bringe ich mit. Fakt ist von vornherein zu sagen, man schafft es nicht, Talente zu formen in der Schule, sondern dort kann man jemanden Einblick in das gewähren lassen, was sozusagen das Ziel ist. Wir machen einen Rap-Song. Und dann ist es so, dass die am Anfang ja Ideen sammeln, sich für ein Thema entscheiden als Gruppe. Wenn jemand zum Beispiel ein eigenes Thema hat, was da nicht vereinbar ist, kann er gerne zusätzlich das machen. Wird auch aufgenommen von mir, aber das ist nicht im Rahmen des Projektes. Das biete ich immer Bonus als Möglichkeit sozusagen an. Ne? Und dann, wenn das Thema steht, dann würde ich sagen, werden die Ideen gesammelt, dann geht es in die Erzählperspektive, die wird festgelegt, die Zeitform wird festgelegt. Okay. Gibt es eine Übung, die du zum Beispiel ganz am Anfang mit den Kindern und Jugendlichen machst, damit die locker werden, damit sie ein Gefühl kriegen für Rap oder was? Nö, so nicht, sondern wir schreiben Worte ran und das wird gerappt. Daraus mache ich einen Text und dann geht's direkt los und dann dürfen sie das direkt machen. Das ist der Einstieg. Wir versuchen das ja zu verstehen, wir Nicht-Rapper. Was ist denn bei dir? Wie ist die Vorgehensweise für dich persönlich beim Rappen? Kommt zum Beispiel zuerst die Musik und dann der Text oder umgekehrt oder mal so, mal so? Also eigentlich steht immer die Musik vorher. Da wird zwar dann möglicherweise noch das Ganze angepasst, wenn dann der Text steht, aber die Musik, die, die brauche ich fürs Gefühl. Also für ich persönlich kann aber auch da sagen, es gibt nicht die Lösung, wie man Texte schreibt, sondern das darf jeder so machen, wie er möchte. Meine Art ist meistens, ich sammle über einen langen Zeitraum Ideen, dann habe ich super viele Ideen. Ich sage jetzt mal einfach so eine Zahl wie 50 oder so und wenn ich mir die vorhole und dann angucke, dann merke ich nach einem Jahr oder so, okay, das sind die Themen, die mich am brennendsten interessieren. Und meistens habe ich dann schon einen Standpunkt und dann ist das Lied eigentlich schon fertig, obwohl es gerade erst begonnen wird. Und worüber wollen Kids am meisten rappen? Eigene Erfahrungen oder coole Träume? Liebe, Freunde, Straße und das Gangster-Dasein. Okay, ja, genau das. Das bringt mich zu dem Thema. Die ersten Rapper, die man hier in Deutschland kannte, waren Snoop Dogg, Puff Daddy, 50 Cent, Tupac. An welchen sich Daniel Wagenbreth orientiert hat, erzählt er uns gleich in der nächsten Runde Liebold Live. Und ob es eigentlich noch Gangster-Rap gibt, darüber sprechen wir auch gleich. Aber jetzt hören wir erstmal Musik von Daniel Wagenbreth. Der Song heißt Krieg. Möchtest du noch was dazu sagen oder einfach rein und hören? Ich möchte gern was sagen. Sag schnell. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. Jetzt spiele ich's, ja? Okay. Verdrängen die Tatsachen, tun als ob wir es nicht raffen. Mir ist kalt, ich habe Angst,
Verspüren mir den Drang zu diesem Lied, innerer Zwang, sonst verliere ich den Verstand. Wir bauen auf und reißen wieder ein. Seit Menschengedenken verbreiten wir so Leid. Es ist viel mehr als diese Zeit, mehr als eine halbe Ewigkeit, dass wir Krieg gegen uns selbst führen, andere Menschen um den Preis, dass es uns innerlich zerreißt. So sind wir mit den Jahren krank geworden, das Ganze hat sich potenziert. So sind wir ohne Chance geboren und wohl auch schon lang gestorben. Es zieht sich halt nur etwas in die Länge. Scheiße, Mann, bei diesem Spielfilm fehlt die Happy Ente. Bald haben wir keine anderen Sorgen mehr. Bald schweigt die Kunst, weil der Vernunft die Worte fehlen dafür. Sprechen Naturgewalten, wir dürfen verstehen, falls Menschen dann noch leben auf diesem Planeten. There is war in this world, it's too much war. Im Kleinen, wir führen Krieg im Großen. Der Krieg gegen unsere Kinder ist vor allem ein Krieg der Worte. Wir führen Krieg auf dem Papier, Krieg auf den Straßen. Der Krieg mit Schockstrategien in gepanzerten Wagen. Wir führen Krieg mit Soldaten, Krieg mit Piloten, schützen Schiffe vor Piraten, bombardieren mit Drohnen. Wir führen Krieg um die Werte, Krieg gegen Mutter Erde, Krieg in sozialen Netzwerken und auch den Krieg der Sterne. There is war in this world, it's too much war. We need love in this world, we need love. Wir führen Krieg um die Meinung, Krieg um die Liebe, Krieg gegen den Terror, doch nicht in unserer Familie. Wir führen Krieg in den Medien, zwischen Religionen, gegen so manchen Hassprediger, andere belohnen wir und führen Krieg zwischen alt und jung, arm und reich, Mann und Frau, gut und böse, Minderheiten, schwarz und weiß. Wir führen Krieg mit und wegen unserem Geld, wie im Wahn feiern den Sieg beim Krieg über die eigene Art. There is war in this world, it's too much war. We need love in this world. There is war in this world, it's too much war. We need love in this world, we need love. Live am Montagabend heute mit Daniel Wagenbreth, der stammt aus Brandenburg, dort ist er auch aufgewachsen. Er hat Erzieher gelernt, aber heute ist er Musiker und Musikproduzent. Das ist sein Ding, vielleicht ja auch schon immer gewesen. Erinnerst du dich noch, welches die ersten Rapper waren, die du gehört hast? Auf jeden Fall keine Deutschen, das kann ich sagen. Das war mir sofort im Kopf. Also ich habe mit der deutschen Rapmusik ganz am Anfang gar nichts anfangen können. Und wen fandest du denn damals am besten? Also wen ich am schrecklichsten fand, war Fanta 4. Und wen ich am besten fand von den Amis, das war für mich Mobb Deep. Aber da sage ich auch, das nochmal ist nicht Mobb, Mobb Deep. Nee, gehört. Okay. Okay. Kein Problem. Okay. M-O-B-B. D-E-E-P. Okay, New Yorker. Ja, ich kann sagen, es war auch nicht das Verständnis von Englisch. Es war ein Gefühl und es war vor allem, waren es bei mir die Beats, die Instrumentale. Die haben mich angefixt, ja. Und heute, welche findest du heute gut? Ja. Eminem, Savage lange Zeit, mittlerweile ist das auch schon etwas abgeebbt. Morlock Dilemma, Hiob, Moses P., ne? Den kennt man hoffentlich als deutschen guten Hip-Hop-Produzent, der sich auch über die Zeit gerappt hat, nicht schlecht. War, guter Versprecher. Der war ja auch in der letzten Sing My Song, deswegen haben ihn wahrscheinlich doch einige. Genau. Ansonsten macht er zum Beispiel auch das Glashaus-Projekt mit Cassandra Steele, Prinz P. Ja, ich komme eher aus der Gedichte-Schreib-Ecke. Stimmt, mit ganz am Anfang, mit 14 hat er Gedichte geschrieben. Kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Gruß an Frau Schröder, bitte. Frau Schröder, wenn sie es hören kann, wenn sie nicht noch in Brandenburg lebt. Worldwide. Am Anfang war das ja auch richtig heavy, so mit dem Rap, mit Gangster-Rap. In Amerika wurde dann auch schon mal ein Rapper erschossen. Wir, die wir nicht so mit dem Rap so ein- und ausgehen wie du, wissen nicht. Ist das vorbei mit dem Gangster-Rap oder gibt es das immer noch? Ist nicht vorbei, ist eine Sparte. Eine Sparte des Rap. Und es gab eine Zeit, da ist das sehr im medialen Fokus gewesen. Ne? Und jetzt ist das,
ich sag mal aus meiner Sicht, glücklicherweise nicht mehr so im Fokus, sondern jetzt kriegt man schon mal ja auch die ein oder andere Kunst mit, wo man vielleicht sagt, auch wenn man nicht Rap-affin ist, so, hey, das gefällt mir ganz gut. Wie Daniel Wagenbreit, der gebürtige Brandenburger, überhaupt nach Bielefeld gekommen ist und wie der ehemalige Ossi mit den Ossis von Westfalen, den Ostwestfalen, klarkommt, darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten. Die gibt's wie immer um 7:30. Radio Bielefeld, Liebold live. Mit Andreas Liebold einen schönen guten Abend. Der Musiker und Musikproduzent Daniel Wagenbreit aus Bielefeld ist da. Ursprünglich stammt aus dem Osten. Man hört es an deiner Aussprache, Daniel. Berlin scheint nicht so weit weg zu sein. Du stammst aus dem Umland von Berlin, Brandenburg. Wie bist du denn nach Bielefeld gekommen? Genau so ist es. Wie bin ich nach Bielefeld gekommen? War mein liebevolles Weibchen. Wir haben uns kennengelernt, da war es noch nicht mein Weibchen, an der Holzachterbahn im Heidepark, richtig romantisch. Nach vielen Jahren haben wir geheiratet. Sie ist Bielefelderin. Genau, sie ist Bielefelderin. Ja, siehst du mal, die Bielefelder Frauen. Ja, genau. Und dann hier geblieben. Und wie hast du die Ostwestfalen, mal abgesehen von deiner Frau, wie hast du die Bielefelder erlebt, als du aus Brandenburg hierher kamst? So mentalitätsmäßig, war es für dich ein Unterschied? Nö. Also ja, im Umkreis von Berlin gibt es sowieso alles, Alles klar. Daniel Wagenbreit hat als Kind noch die DDR erlebt. Ob das förderlich für seine heutigen musikalischen Aktivitäten war, soll er gleich mal erzählen. Hier bei Liebold live nach 2:00. Panik macht sich breit, bricht sich Bahn, setz ich in Gang. Alle Schweine um mich rum schauen sich grad verängstigt an. Aus dem Strom wird rein und liegt und wer jetzt stürzt, verliert bereits hier. Ich hab's geschafft, es war ein Pyrosieg. Nach der Rampe kam der Stall auf Rädern, wenn man das so nennen darf. Die Enge, das Gedränge, unbekannte Richtung, dann die Fahrt. Ich hab den Himmel nie zuvor gesehen, frische Luft geatmet. Wer weiß, was noch alles wartet. In meiner Welt gab es nur Futter, Gitter, Neonlicht, bittere Medizin. Sodass du wie auf Chemo bist, endlich halten wir an. Die Spannung steigt, es geht hinab, den kurz zurück, stell fest. Ein paar haben's nicht geschafft. Alles ganz metallisch wird klar und strukturiert. Bevor ich merk, worum sich's dreht, bin ich betäubt und nicht mehr hier. Unter den Lebenden, abgestochen, eingeflext, eingehängt, frisch gereinigt, abgebrüht, rasiert und zerteilt für Geld. Du triffst die Wahl, entscheide selbst. Frag, was ist dir wert, es ist ein Tier, es sind Wesen. Du allein entscheidest mit darüber, wie sie leben. Wir hinterlassen Spuren auf all unseren Wegen und sind doch nur zu Gast auf dem blauen Planeten. Frag, was es dir wert ist, Flüsse, Wiesen, Wälder. Wir ernten, was wir säen, auf unseren Feldern. Wir hinterlassen Spuren auf all unseren Wegen und sind doch nur zu Gast auf dem blauen Planeten. Er macht das Licht aus, zieht die Tür vom Stall ins Schloss, schließt ab. Die Tiere sind versorgt, das Grund schnarcht und schmatzt zufrieden. Läuft er über den Hof und schaut hoch zum Mond. Sein Atem kondensiert, alles im Lot. Er zieht die Stiefel vor der Haustür aus, schlüpft in die Pantoffel, duscht, gibt seiner Frau einen Kuss auf die Stirn. Sie hat gekocht und setzt sich an den Tisch, kann es kaum erwarten. Es duftet nach Kartoffeln mit Sauerkraut und frischem Schweinebraten. Bevor das Messer den Saft aus dem Fleisch entweichen lässt, lächeln sich die beiden an, denken, wo das Gleiche jetzt und lassen es sich schmecken. Das Holz knackt im Kamin, das Sofa ruft Feierabend, angekommen am Ziel. Bald schläft er ein, sie geht zu Bett, doch stellt sein Wecker um 2 Uhr nachts. Schaut er immer noch mal nach den Lämmern, alles was auf ihren Tellern lag, war während ihrer Arbeit. Sie leben ihren Traum, doch kennen auch die Wahrheit. Du triffst die Wahl, entscheide selbst. Frag, was ist dir wert, es ist ein Tier, es sind Wesen. Du allein entscheidest mit darüber, wie sie leben. Wir hinterlassen Spuren auf all unseren Wegen und sind doch nur zu Gast auf dem blauen Planeten. Frag, was es dir wert ist, Flüsse, Wiesen, Wälder. Wir ernten, was wir säen, auf unseren Feldern. Wir hinterlassen Spuren auf all unseren Wegen und sind doch nur zu Gast auf dem blauen Planeten. Du triffst die Wahl, entscheide selbst. Radio Bielefeld, Liebold live. Der Bielefelder Musiker und Musikproduzent Daniel Wagenbreit wurde 1978 in Brandenburg an der Havel geboren. Das ist so 85 Kilometer von Berlin entfernt. Das heißt ja, Daniel, du hast ja deine Kindheit in der DDR verbracht. Was für Sachen habt ihr damals in der Schule gesungen? So voll klischee-mäßig morgens erstmal die DDR-Hymne? Nee, ne? Nee, das singt man in Amerika, habe ich gehört. Also nicht die DDR-Hymne. Irgendwas anderes. Ja. Es gab einen Russischchor. Okay, und da warst du drin? Ja, ich kann sogar noch was. Das hat sich eingebrannt. Sing's kurz an. Rasvetali jablani grushi papuini tumani natrikoi. Hey, we radila na brekatiu. Okay, reicht. Also ich merke schon, das hat dir richtig Spaß gemacht. Warst du auch im Schulchor?
Dort in diesem Chor, ja, auf jeden Fall. Und als die Mauer fiel, da warst du 11 Jahre alt. Wie hast du das denn erlebt? Und vor allem wo? Die Menschen erinnern sich doch alle noch ziemlich genau, in welcher Situation sie von der Grenzöffnung erfuhren. Du auch? Nee. Hast geschlafen? Nein, ich habe mitbekommen, dass wenn deine Eltern was bewegt, kriegt man das mit. Das spürt man. Und ja. In der Schule haben Leute gefehlt, die waren nicht in den Klassen so, ne? Wir wussten genau, was da los ist, wo das die sind. Das war schon der nächste Tag dann wahrscheinlich. Genau. Mhm. Aber das blieb ja ein Weilchen lang so, ne? Begrüßungsgeld und so. Ja. Wenn man eine gute Stimme hat als Junge, und ich meine, du warst ja im Russischchor, dann ist der Stimmbruch ja nochmal so ein Knackpunkt in der Gesangskarriere. Wie war das bei dir? Oder hattest du auch zu der Zeit des Stimmbruchs das Singen sowieso nicht so sehr im Kopf? Genau, da habe ich dann, glaube ich, eher Nirvana, Doors, Tokotronic und sowas bevorzugt oder war auf meiner Punkschiene. Aber da, also eigenmusikalisch habe ich meinen Gesang erst jetzt entdeckt. Okay. Erst jetzt heißt nicht diese Woche, nicht diesen Monat? Nein. Ich war, Moment, vor drei Jahren habe ich begonnen mit dem Blues-Projekt. Und da ist es einfach gefordert, auch mitzuträllern. Und das machst du. Und irgendwann gibt es hoffentlich, bei mir gab es das ein wohliges Gefühl im Bauch. Ich kann da nicht notentechnisch mithalten, gesangstechnisch. Aber ich mache das, was sich aus meiner Sicht zumindest gut anhört und Spaß macht. Aber du hast auch eine Ausbildung als Erzieher gemacht. Ganz genau. Ja, die Ausbildung kam eigentlich hinter die Berufung, wie das zu verstehen ist. Ich habe mit 16 Jahren begonnen, als Teamleiter auf Betreuerfahrten zu fahren. Bin auch mit 18 Jahren ins Ausland gefahren mit Gruppen. Also habe das, ja, ich habe halb Europa dadurch gesehen. Und dann habe ich Lehramt studiert, auch direkt nach der Bundeswehrzeit, die damals noch Pflicht war. Und nach der Lehramtszeit, da war mir der Bildungsauftrag zu sehr im Mittelpunkt. So, das hat mich irgendwann nicht überzeugt. Und da habe ich gesagt, ich brauche aber was, Mama, ne, zu Hause und Ausbildung und Schein. Komm, Junge, mach doch was. Grüß an Mama. Und dann habe ich den Erzieher hinterhergeschoben, aber das war kein Problem sozusagen. Die Vorbildung dazu, ich war da schon eine Persönlichkeit. Wenn man mit 23 so eine Ausbildung beginnt, da hat man ja schon ein bisschen was erlebt. Ja, apropos Erziehungsauftrag, Schulpartys. Schulpartys sind beliebt, aber die Art Schoolparty, die Daniel Wagenbreit macht, die ist anders, die ist aktiver. Da machen die Kids selbst Musik, ist ein bewährtes Format in Bielefeld, gibt es seit vielen Jahren. Wir sprechen gleich drüber. Daniel, deine Mama hast du schon gegrüßt, bevor dein Sohn ins Bett geht. Willst du den auch noch schnell grüßen? Gute Nacht an meine zwei Schätze, Maxim und Milan. Wann wird die Last so schwer, die ich seit Jahren mit mir trage? Bin kein Backpacker, nein, vielmehr getriebener meiner selbst. Ein Rapper, der als Kind sah, was passieren kann, wenn dein Vater fällt. Das Schicksal führt Regime fehlt. Du spürst nur einen Schlag im Nacken und du willst aus der Statistenrolle raus. Packst deine Sachen, kannst deinen Einsatz leicht vermasseln. Fuck, so ist das Leben, denn dann gibt es kein Erwachen, kein Zurück, nur Gottes Segen. Noch einmal im Sommerregen hoch zu den Wolken sehen und dann sorglos mit ihnen fortschweben. Ich hab die Freiheit gefunden, doch die Heimat ging verloren. Der Weg war steinig und die Steine schwer wie Blei. Das geht in Ordnung. Manche Freunde haben Nachwuchs, manche Freunde sind gestorben, manche Leute bleiben einsam. Ihnen fehlen die Träume von morgen. Ich bereue keinen Moment, erst recht keine Entscheidung. Ich verbeuge mich vor jedem, der was ändert aus Verzweiflung. Der nicht stehen oder kleben bleibt, im Endeffekt den Stress verdrängt. Selbst wenn es unendlich schwerfällt, unsichtbare Fesseln sprengt. Spuren im Sand am Strand verblassen wie Erinnerungen an ein fernes Land. Ich hab so viel hinter mir gelassen und den langen Weg, der vor mir liegt, als Chance erkannt. Wo komm ich her? Wo geh ich hin? Wohin? Wann komm ich an? Und macht es Sinn? Danach ist meine Zeit bereits vorbei. Liegt im Moment die Ewigkeit. Hey, über der Stadt hängt ein Grauschleier. Der Mensch ist platt, doch er kauft weiter. Konsumiert und fragt nicht, warum es so ist, wie es ist. So ein paar Funken SOS, macht dich kaputt, denk nicht nach. Wartest für die aus, die an der Macht sind, machen Schwachsinn im Führerhaus. 2009 ist keine Zeit für Philosophen. Ballerspiele, Ille, Drogen lassen Kinder amok laufen. Kommt prügelt auf uns ein, weil wir uns nicht mehr wehren. Wir sind an allen schuld, nicht Eltern aus Politik, Lehrer. Wir betäuben uns noch mehr, doch wird die Wissen schwächer. Wüssten wir denn, was Sachen tut, kaum fühlten wir uns besser. Wir sind naiv und nicht wissen, wo wir hingehen. Wir sehen's durch die Augen von einem Kind, wie hast du den Tränen? Nichts kann uns mehr Sinn geben, wir sind alle längst verloren. It's a cold world, wir sind alle längst verloren. Wo komm ich her? Wo geh ich hin? Wohin? Wann komm ich an? Und macht es Sinn? Danach ist meine Zeit bereits vorbei. Nein.
Moment die Ewigkeit. Skąd pochodzę, to tylko ja wiem. Kolejny dzień, to wystarcza cały czas. Na Oriencie widzę blokowiska. Mury pęknięte, ludzi smutek na twarzy. Przewały rodzą zatracone pokolenia. Znajomości większość trzyma sztamę, by zakręty tu uprościć. Ziomek w oczach ludzi jest gangsterem, bo opyla zioło, by utrzymać rodzinę i siebie. Inny został wypchany przez rodziców. Jeździ bumami, teraz pierdoli, że mu mało w życiu. Dziewczyny mając 17 lat z brzuchami w siódmym miechu. Brak tu nam czystego wdechu i wydechu. Torba kleju w piwnicach odcięty od świata. Karetka na czas nie zajechała znów. Mieszkanie wolne, prac, zabaw, walki twarde jak na froncie. Za rogiem żule dobijają głód procentami. Niewinne dzieciaki uciekają z dala od domu. Pochodzę z tej ziemi, ale wiem, że umrę w raju. Willkommen hier, wo geh ich hin? Wann komm ich an und macht es Sinn? Ist meine Zeit bereits vorbei? Liegt im Moment die Ewigkeit? Radio Bielefeld, Liebold live. Daniel Wagenbreit ist Musiker, Musikproduzent und Musikpädagoge und ein Projekt von dir heißt ja School Party. Es ist aber nicht das, was man vermutet, dass du Schulpartys organisierst, sondern du machst mit den Kids Musik. Ja, genau. Und im besten Fall haben wir doch am Ende eine School Party, nämlich wo alle Schulen ins Stricker kommen und wir da alle auftreten lassen. Heißt, so eine School Party ist nur, nicht nur an einer einzigen Schule? Nee, es gibt bis zu 15 Projektgruppen, hatten wir, glaube ich, im letzten Schuljahr. Das war hammerhart so, da hatte ich pro Tag 3 Schulen. Aber ich schaffe es ja mittlerweile glücklicherweise auch nicht mehr nur allein, sondern der Patrick unterstützt mich ja dabei. Patrick Sawatzki, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und das Ganze läuft dann im Rahmen der OGS? Zum Beispiel, manchmal aber auch im Rahmen des Wahlpflichtfaches, so in Begleitung mit Lehrern oder im Deutschunterricht, je nachdem, da gibt es unterschiedliche Modi. Und wie lange läuft dann so ein Projekt? Auch das ist unterschiedlich. Also ich mag es gerne geordnet übers ganze Jahr, weil dann hat man halt Zeit, etwas zu entwickeln. Manchmal gibt es aber auch aufgrund der Rahmenbedingungen die Notwendigkeit, das in 2 Wochen, 4 Wochen fertig zu machen. Okay. Und das kriegen wir dann auch hin, allerdings mit einer höheren Intensität. Wie viele Schulpartys gab es schon in Bielefeld? Wir sind jetzt an der 12. Hey, cool. 12 Jahre. Und nächstes Jahr geht's weiter? Geht immer weiter. Cool. Welcher Musikstil wird da unterrichtet? Also ich meine, wir wissen ja jetzt, du bist Rapper, also wird gerappt oder ist es sowieso genau das, was die Kids wollen, rappen? Also ich sag mal, ich kann das gut anleiten. Mit Patrick bekommt das ja ein zweites Gesicht, der auch gut singen kann. Ich traue es mir auch ab und zu mittlerweile zu, haben wir gerade gehört. Aber letztendlich können die Schüler auch das, was sie selbst können. Also die können aus einer ganz anderen Richtung machen. Also ich schließe niemanden aus. So, weißt du, die machen Musik und ganz oft findet es im Musikunterricht nicht so Gehör. Bei mir soll es Gehör finden, wird es eingebaut. Whatever sie können, sie wollen. Aber Schlager wünscht sich da kein Kind, oder? Doch, aber weißt du, was das Coole ist? Ja. Wenn man Schlager nur in der Hook, in die Hook packt, in den Refrain, in den Chorus legt und ansonsten welche hat, die dann den Part der Strophen befüllen mit Rap, dann geht's auch wieder. Ein Meister des Mixes. Wir haben es auch vorhin gehört bei dem Song Krieg von WVD. Da haben wir den Song Krieg gehört und das war auch mit ein bisschen Reggae, ne? Genau, das war der Flo Flosen, der hat da Reggae-Erfahrung und seine Stimme ja mit ins Feld geworfen. Richtig schön. Herzlichen Dank nochmal. Und Daniel Wagenbreit ist auch heißer Arminia-Fan. Da sollten wir gleich mal drüber sprechen. Und wir haben ja noch eine Stunde Liebold Live. Radio Bielefeld, Liebold Live. Mit Andreas Liebold, einen schönen guten Abend. Daniel Wagenbreits Leben dreht sich eigentlich nur um Musik, um moderne Musik, häufig Rap-Musik, aber nicht nur. Denn dann gibt es noch eine große Leidenschaft von ihm. Ich glaube, das ist der Fußball. Kann man dich bei Heimspielen der Arminia auf der Alm treffen? Wenn ich Zeit habe, ja. Okay, wie oft warst du schon da in dieser Saison? Einmal dieses Jahr habe ich es geschafft bis jetzt. Also nee, diese Saison. Und einen Sieg gesehen? Ich glaube, wir haben auf den Sack bekommen. Dann gehen wir jetzt erstmal eine Weile. Ciao. Achso, ich dachte jetzt. Stehplatz oder Sitzplatz? Mit Kind. Und nur mit Fanschal oder gibt es noch mehr DSC-Devotionalien? Nein, mit Fanschal. Fanschal, sonst nichts. Und schon mal überlegt, eine neue Arminia-Hymne zu schreiben? Wenn der Auftrag kommt, nehme ich es gerne an. Okay, Auftragsarbeit.
Daniel Wagenbreit, der Musiker aus Bragwede. Wir reden gleich weiter hier bei Liebold Live nach zwei Songs. Unzensierte Tittenherrscher, alle flirten ungeniert. Das ist, was die Jungs interessiert, unser Spiel erleichtert. Wir stehen auf Mucke, die dich fickt, so wie ein Streetfighter. Wir feiern Freestyler und keine G-Scheiße. Egal ob DJ, MC, B-Boy oder D-Writer. Legal, illegal, du sagst, das ist ill. Egal. Wildstyle, Lifestyle, so wie in deinen wilden Jahren. Nix damit, chill dich mal, schüttel, shake, dance auf der Box. Bis die ganze Hütte bebt und der Schweiß von der Decke tropft. Hip-Hop Deluxe, nonstop, ein Whiskey on the Rocks. Sauna Flavor, live on stage, powered by Hotbox. Seid wie Smartphones und das auf, my ladies. Es geht um mehr als nur den Sound for babies. Back to the 80s tonight. Alle sind gut drauf, wie im Rausch beim Kickstart. Alles ist erlaubt. Die Brücker drehen durch dein Headspin. Die MC schrecken das Mike, um sich zu betten. Chicas werden heiß, Dirty Dancing. Party tonight, never ending. Die Brücker drehen durch dein Headspin. Die MC schrecken das Mike, um sich zu betten. Chicas werden heiß, Dirty Dancing. Party tonight, never ending. Rap on point, das ist kein Bit ohne Front. Ihr seid nix ohne Chance, nur Kids, die uns fronten. Dir fällt wieder nicht viel ein, doch du willst wie wir rein. Du willst nie wie Nessie und WD sein. Diese G scheitern, weil wir sie einfach vier teilen. Sie begreifen, dass sie niemals dieses Team biten. Ich seh Sprayer, Freestyler und DJs, es ist nie fake. Wir machen sich für viel Geld, Jam, Atmosphäre. Kein Beef-Ding, so klingt Hip-Hop für uns ABC. Junge, wir sind's, wir Wind um nichts oder straight auf dem Boden. Hauptboss am Start, nur ein Take, bis es dope ist. Ein Grab, schick kein Showbiz. Abriss, Homies, der Pack des Todes, was es macht, ist Flow. Ich fass es, so geht's. Pump die Instrumentals und feier den Shit, drehst laut, denn du kennst es. Die Brücker drehen durch dein Headspin. Die MC schrecken das Mike, um sich zu betten. Chicas werden heiß, Dirty Dancing. Party tonight, never ending. Die Brücker drehen durch dein Headspin. Die MC schrecken das Mike, um sich zu betten. Chicas werden heiß, Dirty Dancing. Party tonight, never ending. Die Brücker drehen durch dein Headspin. Die schrecken das Mike, um sich zu betten. Chicas werden heiß, Dirty Dancing. Party tonight, never ending. Die Brücker drehen durch dein Headspin. Die MC schrecken das Mike, um sich zu betten. Chicas werden heiß, Dirty Dancing. Party tonight, never ending. Radio Bielefeld, Liebold live. Daniel Wagenbreit ist Musikproduzent, Musikpädagoge aus Bragwede. Aber ich glaube, am allerliebsten ist er Musiker. Zurzeit arbeitet er an einer eigenen Platte, keine CD, sondern Platte, Daniel. Stimmt's? Richtig, Vinyl. Vinyl ist back. Ja, das soll es werden. Das soll ja was Dauerhaftes bleiben. Warum? Warum Vinyl? Liebe zur Musik, Punkt. Und die ist stärker damit verbunden, wenn man es auf Vinyl presst, als wenn man CD macht? Wer wird sich dieses Werk holen? Die, die Musik lieben, höchstens. Und die, die einen Schallplattenspieler noch benutzen. Ist es deine erste eigene Platte? Schallplatte wird es meine erste, aber ansonsten nicht. Du hast schon CDs gemacht? Genau, genau. Mit deiner eigenen, weil du hast Schoolparty-CDs, das weiß ich, aber eigene? Nein, nein, auch selbst. Ja, auch wie viel selbst. Ungefähr? Also 2003 Debüt, No Budget, 2007 Low Budget und dann zweimal mit einer Crew zusammen und dann habe ich Schall und Rauch vor 3 Jahren, 2014 rausgebracht, ja. Jetzt sagst du gerade Crew, da erübrigt sich eigentlich meine kommende Frage. Machst du alles solo, Gesang und alle Instrumente? Instrumente gar nicht. Beim Rappen mit einem Instrumentalproduzenten zusammen oder aber auch selbst produzierter Musik habe ich jetzt tatsächlich auf dem neuen Album daneben auch vor. Und natürlich im Rahmen meines Bluesprojektes mit den Musikern Batsman Joe und Greyhound George. Grüße gehen raus. Wann gibt es denn die Platte von dir? Nächstes Jahr. Und was mit Live-Auftritten? Du warst schon mal hier auf der Radio Bielefeld-Bühne, ne? Ja, auch. Wann auch. War das? Weihnachten oder? Ja, genau, im Rahmen des Weihnachtskonzertes hinten bei euch am Süsterplatz. Ist ja am kommenden Wochenende wieder, den Hinweis wollen wir nicht vergessen. Aber mit Daniel, mit dir nicht. Wann bist du denn mal wieder live zu erleben? Ich Release-Party. Nee,
Nein? Noch nicht geplant. Es muss erst fertig gemacht werden. Also aufgenommen ist alles. Der Rahmen steht. Es fehlen noch die ein oder anderen Features. Vielleicht wissen diejenigen jetzt auch gerade, wen ich meine. So Zeit, Jungs. Kommen welche nicht aus dem Puschen oder wie? Doch, die könnten, aber die Arbeit. Okay, jetzt ist mir das zu ungenau. Jetzt wollen wir mal ganz konkret werden. Wollen wir noch einen neuen Song hören von dir? Der heißt Der Klon. Bitte, bitte. Und nichts weiter zu sagen. Einfach spielen. Ja, die Schreibweise ist besonders, ne? Ja, er schreibt es mit C, aber das hören Sie jetzt nicht. Eingeholt, ob Fan oder Idol, du fühlst dich wie eine Kopie, so wie ein Klon, irgendwie austauschbar gelangweilt, hey damit bist du nicht allein, so viele würden gern, doch wechseln nie die Seiten, weil sie Erwartungen haben, warten sie und warten auf das Schicksal und statt neu zu mischen, halten sie alte Karten, ein Mix aus Angst, Verzweiflung, Pflicht, Resignation, gibt ihnen wie Soldaten auf dem Marsch die Richtung vor, ihren Krieg gegen sich selbst führen sie bis zur Rente, orientierungslos sterben so vielfältige Talente und statt sich neu zu erfinden, bleiben sie sich treu, nur manchmal am Tresen, an der Bar fangen sie an zu träumen, schlafen ein, erwachen, manchmal können sie sich erinnern und solche halben Sachen machen das Ganze schlimmer. Sie hassen sich dafür, würden am liebsten schreien, doch brechen nicht aus, dem Käfig aussetzen auf Sicherheit. Gotta live some life before you die. Gotta live some life before you die. Do what must be done before you tell the world. Live some life before you die. Los, pack deine Tasche und brich zu neuen Ufern auf. Statt Dozent an der Uni nimmst du morgen dein erstes Album auf. Du tauschst die Uhren aus, drehst deine vor, wanderst aus mit einem ungefähren Ziel. Sicherlich nicht zu genau. Du wirst das Beste draus machen, ganz egal, wo du strandest. Selbst wenn du zurück auf los gehst, nochmal ganz von vorne anfängst, du brauchst kein Geld, sondern vielmehr deine Hand, die schafft, so wie ein Erntehelfer oder Zimmermann auf Wanderschaft. Schlag deine Fesseln ab, verlass deinen Arbeitsplatz, weil alles, was du sagst, wird gegen dich verwendet werden. Schatz, nimm deine Uniform, mach ein kleines Lagerfeuer. Na sicher, halten dich deine Kollegen für total bescheuert. Wie du den Pinsel führst, es ist schon fast ein Tanz. Statt Stempelfarbe auf Papier, Harmonie auf Leinwand. Du sagst nie Gott sei Dank, höchstens Gottes Gabe. Und hast wirklich keine Pläne mehr für kommende Jahre. Don't you let them drag your spirit down. Lass den Hammer fallen, greif zum Stift, schreib was. Sicherheit bleibt Illusion, vielleicht ruht in dir ein Schatz. Mit Sicherheit, vielleicht bist du auf dieser Welt nur einmal da. Dein freier Wille steht im Widerspruch zu, keine Wahl. Lass den Hammer fallen, greif zum Stift, schreib was. Sicherheit bleibt Illusion, vielleicht ruht in dir ein Schatz. Mit Sicherheit, vielleicht bist du auf dieser Welt nur einmal da. Dein freier Wille steht im Widerspruch zu. Liebold Live.
Musik aus Bielefeld war das. Daniel Wagenbreit featuring Greyhound George. Der kann heute Abend unsere Sendung gar nicht hören. Warum nicht? Weil er live on stage im Spökes ist. Ja, nicht, dass Sie da jetzt hinlaufen, bitte. Bleiben Sie hier, denn wir unterhalten uns noch ganz interessant. Zum Beispiel über dieses große 11. Schoolparty-Projekt. In diesem Juni gab es das Abschlusskonzert. 150 Bielefelder Schülerinnen und Schüler haben da selbstgeschriebene Songs präsentiert, damals in Stricker. Das Ganze war das Finale eines mehrmonatigen Workshops im Rahmen von Schul-AGs, eben organisiert von Daniel Wagenbreit. Er ist selber Rapper und Musikproduzent aus Bielefeld. Da waren jetzt in diesem Jahr nicht nur die Kids von Bragweder Schulen beteiligt. Kannst du uns noch ein paar andere Schulen nennen, die daran beteiligt waren? Also, in dem Schuljahr 2016-17, Volkening-Schule, Baumheide-Schule, Berufskolleg am Tor 6, Johannes-Rau-Schule, BAJ-Werkstattschule, Bragweder-Realschule, dann die Grundschule Babenhausen, Grundschule Hoberge, Bragweder-Realschule. Hört sich ein bisschen so an, als wäre das altersmäßig von 6 bis 15, oder? Bis 18. Genau, also mit berufsbildenden Schulen gehen wir sogar bis 18 theoretisch hoch. Bei Schoolparty arbeitest du ja auch mit Patrick Sawatzki zusammen, hast es vorhin schon mal erwähnt, der ist auch aus Bielefeld, hat vor 3 Jahren bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht, den Song You're My Heart, You're My Soul vor Dieter Bohlen gesungen, gesanglich, war wohl nicht so ganz optimal, aber Dieter Bohlen hat ihn nicht abserviert, denn wie sagte er, ich werde sicher nicht meinen größten Fan killen. Patrick war auch mal Teilnehmer einer deiner Schulpartys und jetzt macht sie zusammen das Ganze. So werden aus Fans und Schülern Macher, würde ich sagen. Weil Patrick war tatsächlich auch mal ein Schüler von mir und hat an der AG teilgenommen. Und ich finde es einfach bloß Hammer. Ich meine, was kann man zurückgeben? Nicht viel als freiberuflich Selbstständiger sozusagen, Musiker, Künstler. Aber wenn jemand etwas Ähnliches machen möchte, ich habe ihm gesagt, richtig gut ist er, wenn er das Projekt zu seinem eigenen Projekt macht. Weil das ist jetzt seine Aufgabe sozusagen über die nächsten Jahre hinweg, soll er mir das aus den Händen nehmen. Nicht entreißen, sondern er darf. Okay. Wie wird denn das Ganze eigentlich finanziert? Wir stellen das auf die Beine. Einmal über Kultur und Schule. Das ist ein Landesprogramm von Nordrhein-Westfalen. Die übernehmen 80% der Finanzierung. Da können sich die Schulen bewerben. Wir schreiben den Projektantrag gemeinsam mit den Schulen. Oder aber über die OGS tatsächlich. Oder über Fördervereine. Oder sonstige Spendengelder. Gibt es eine Schule in Bielefeld, die du noch gar nicht hattest? Ja. Dann nennen sie, damit wir jetzt so richtig Werbung machen können. Ach, Grüße an die Martinschule zum Beispiel. Meldet euch. Daniel Wagenbreit möchte auch gerne mal mit euch rappen. Ja, die Jungs, die wollen cool sein und rappen. Die Mädchen wollen lieber singen wie Rihanna. Ist das wirklich so? Daniel Wagenbreit wird's wissen. Und es uns gleich in der nächsten Runde Lieber und Live sagt. Ziehen. Es ist der Lauf des Lebens, wir folgen ihm zu den Sternen. Spürst du die Magie auf der wunderbaren Reise durch die Galaxie? Raum und Zeit werden eins im Quadrat, atme ein, atme aus, alles folgt deinem unsichtbaren Plan. Phasen eines Lebens, dass wir sterblich sein wollen, liegt in unserem Wesen. Phase 1 erzählt man dir seit Tag 1, du musst brav sein. Und weil du es nicht besser weißt, glaubst du es ist die Wahrheit. Folgst ihnen ihren Idealen ohne zu fragen. Doch bevor du selbst denken konntest, nährte dich ihr Nabel. Infusion für Infusion, scheinbar für den guten Zweck. Du hast mit der süßen Muttermilch damals Blut geleckt. Nun steckst du im Dreck, stellst alles in Frage. Suchst neue Antworten, doch sie sind gut versteckt. Phase 2 ist Klarheit und du erkennst die Tragweite deines Handelns. Zweifelst alles an, aber sagst es keinem. Du sollst die Zukunft sein, frei überbrücken. Aber fühlst dich wie ein Lückenfüller, Rädchen im System. Schieb diese Gedanken weg, begrabe sie. Du folgst ihnen früh genug, mach worauf du Bock hast. Linke Spur, hack dich zu, sei Rebell, ein Businessmann, ein Taugenichts. Lebe den Moment und genieße jeden Augenblick. Schau zum Himmel hoch, wie die Wolken ziehen. Es ist der Lauf des Lebens, wir folgen ihm zu den Sternen. Spürst du die Magie auf der wunderbaren Reise durch die Galaxie? Raum und Zeit werden eins im Quadrat, atme ein, atme aus, alles folgt deinem unsichtbaren Plan. Phasen eines Lebens, dass wir sterblich sein wollen, liegt in unserem Wesen. Phase 3 und Punkte, Jahreszeit, die Straßen als Beweis, weil bis auf ein paar welke Blätter nichts am Ende übrig bleibt. Kreislauf eines Lebens, sieh die Endlichkeit als Segen, bedenk, dass du nicht stehen bleiben kannst, es ist kein Trainingslauf. Du musst erleben und vergeben, nicht verschenken, denn am Ende deines Weges ist das Ziel. Scheißegal, wie weit du läufst, ganz egal, wie schnell du rennst, ob du schleichst, vielleicht träumst, denk nicht, dass du wirklich weiterkommst, du hast keine Chance. Ob Freund, ob Feind, immer das Gleiche, es geht jedem so. Abendreich, schwarz und weiß, traurig oder lebensfroh, bodenständig, schwerelos, major oder lebelos, das Drehbuch ist in Stein gemeißelt, so endet jede Show. Es ist
Schicksal, wann es Winter wird, doch kein Geheimnis. Wenn die Tage kürzer werden, zählt nur noch, ob du bereit bist. Frieden, eine warme Bleibe, um im Kreise deiner Lieben dem Licht zu folgen, deine Augen zu schließen. Schau zum Himmel hoch, wie die Wolken ziehen. Es ist der Lauf des Lebens, wir folgen ihm zu den Sternen. Spürst du die Magie auf der wunderbaren Reise durch die Galaxie? Raum und Zeit werden eins im Quadrat. Atme ein, atme aus, alles folgt deinem unsichtbaren Plan. Phasen eines Lebens, dass wir sterblich sein wollen, liegt in unserem Wesen. Und wir sprechen heute Abend viel über Musik und Jungs, die rappen doch lieber und Mädchen, die singen doch lieber. Ist das so? Daniel Wagenbreit muss es wissen. Schließlich macht er seit vielen Jahren in seinem Schoolparty-Projekt Musik mit Bielefelder Schulkindern. Ist es so, Mädchen singen lieber und Jungs rappen? Nee. Ach komm. Es gibt so viele Vorurteile, die stimmen, aber da stimmt es wirklich nicht. Ich hatte schon reine Mädchengruppen und ich habe schon Jungs gehabt, die wollten singen, also auch in Gruppen, und die Mädchen wollten auf gar keinen Fall singen, sondern rappen. Okay, du kannst damit umgehen, merke ich. Definitiv, definitiv. Nein, du, wenn man es ganz genau betrachtet, ne? Mädchen haben einen größeren Sprachschatz meistens, sind auch meistens schon ein bisschen weiter und setzen sich meistens auch mit ein paar anderen Themen auseinander. Also ich würde mich freuen, wenn da noch mehr kommt. Grüße an Akku MC. Merkt ihr da draußen, ihr Mädels, wie er sich bei euch einschleimt hier? Ja. Aber was anderes, bei uns in Deutschland wird ja so viel so Takt 1, Takt 3 und so weiter da so fit gesungen. Passt so schön. In anderen Ländern, anderen Kulturen ist das nicht überall so. Jetzt gibt es in den Schulen ja auch viele Jungs und Mädchen, die aus anderen Kulturkreisen stammen. Macht das dann so ein gemeinsames Rappen schwieriger, weil die deutschen Jungs das so gewohnt sind auf 1 und auf 3 und die ausländischen nicht? Oder ist das einfach bereichernd und vielfältiger? Macht's nicht schwieriger. Nee. 90% der heutigen Kids, die dann am Ende in meiner AG landen, die wissen, was sie erwartet. Also die hören selbst diese Rap-Musik vorher schon. Ja. Ja. Und du bist jemand, der unbedingt vermeidet, dass es auf die 1 und auf die 3 immer geht. Danke für die Brücke nochmal. Ja, diese Marschmusik, ne, woher die wohl stammt, wollen wir nicht näher drauf eingehen. Das ist ganz, also ich empfinde das so, ne? Das ist, also erstens, wir brauchen mehr Musiklehrer. Punkt 1. Punkt 2, wir brauchen mehr Musiklehrer, die die Schüler machen lassen. Statt nur zu vermitteln und nachzumachen, selbst machen. Ist meine Meinung. Okay. Jetzt hat man in so einer Schulklasse ja, und du hast ja dann quasi auch eine Schulklasse beisammen, nicht eine feste, sondern zusammengewürfelt, ganz unterschiedliche Schülerinnen und Schüler, die unterschiedlich vielleicht auch Lust haben mitzumachen bei einer Rap-AG. Da stelle ich mir vor, da ist das ganz easy. Die haben natürlich alle, die sich für so eine AG melden, auch richtig Lust drauf. Ist das einfach, die zu unterrichten? Das denken meistens die Teilnehmer auch, dass es ganz easy ist. Ich weiß, dass es nicht ganz easy ist. Haben mittlerweile. Die keinen Bock? Doch, weil es eben, was assoziieren sie denn damit? Cool sein, sich selbst darstellen, angenehmes Gefühl. Wenn man dann aber merkt, dass es harte gedankliche Arbeit, dann Wissen und dann damit intensiv auseinandersetzen, lange lernen, eine kognitive Leistung. Das ist schon anstrengend halt manchmal, ne? Und da weist du sie auch drauf hin? Das kriegen die mit, von okay. Ganz alleine. Und das Schöne ist, wenn sie dann am Ball bleiben und dann am Ende das Resultat haben, dann kannst du darauf wirklich stolz sein. Liebert Live mit Daniel Wagenbreit, eine Runde haben wir noch. Freitag, der 30. der Nebel steht, man sieht die Hand vor Augen nicht. Novembertage haben an und für sich etwas Trauriges. 20 Uhr TV-Station, gleichgeschaltet deutschlandweit. Die Kanzlerin erklärt uns, wir sollen ruhig bleiben, es geht vorbei. Schwankungen an den Märkten, nicht national, sondern global. Stellen uns auf die Probe, harte Zeiten, keine Wahl. Hin und wieder Engpässe, Notfallpläne, Endlosschleife. Jetzt geht's los, ich weiß Bescheid, fühl mich bereit. Denk an die Warteschlangen vor den Banken auf der Heimfahrt. Offenbar ist letzte Nacht der Rettungsschirmersatz gescheitert. Ich hol den NATO-Draht aus der Garage, warte bis die Nachbarn schlafen. Lass die Wassertanks vollaufen. Zum letzten Mal den Wagen. Ich hab noch ne Verabredung über den Dächern dieser Stadt mit dem Propheten, der mir die Botschaft schon angekündigt hat. Der wartet schon, ich ruf ihm zu. Willkommen zum letzten Nacht. Die Stunde Null schlägt Glockenläuten, Feuer erhält nicht die Nacht. Nicht vielleicht, sondern wann steht Babylon in Flammen? Wenn alles zusammenbricht, führt eine Straße durch das Land, wo die letzten Autos fahren, Menschen wandern. Was muss passieren, damit du erwachst?
wie all die anderen. Tag 1 nach dem Crash, die meisten schlafen noch halb 6. Ich saß die ganze Nacht vom Rechner, sammelte Nachrichten im Netz, perfekt. Ich hab das, was ich brauch, der Rest glaubt Radio und TV. Pech gehabt und wann sie aufwachen, falls überhaupt, weiß ich selbst nicht genau. Scheiß was drauf, das Schicksal nimmt seinen Lauf. Leere Supermarktregale, Autobahn, Züge, Luftraum. Tag 2, die Stromausfälle häufen sich. Sirenen schreien, dass ich richtig lag. Unruhen werden zu Straßenschlachten, Plünderungen am dritten Tag. Ich hab es geahnt und vorgesorgt, das Szenario schien so irreal. Unvermittelbar Anarchie statt Demokratie am siebten Tag danach. Der Winter ist da, die Republik friert. Moment, warte mal. Entweder ihr Wichser verpisst euch oder ratet mal. Der Hund hat angeschlagen, bellt durchs Dachfenster, seh ich, wie sie rennen. Fuck, es ist mein Tod zur Welt, rauch Schwaden. Soweit das Auge reicht, der Himmel färbt sich schwarz. Gute Nacht, Deutschland, es war einmal. Nicht vielleicht, sondern wann steht Babylon in Flammen? Wenn alles zusammenbricht, führt eine Straße durch das Land. Menschen leer, soweit das Auge reicht, samt Kamera. Was muss passieren, damit du erwachst wie all die anderen? Heiligabend gab's kein Ravioli. Oma hat gekocht, sie wohnt mit Opa jetzt bei uns. Mein Sohn freut's immer noch. Sowas war eingeplant, doch ich hab keinen Kontakt zu meiner Ma. Meinen Schwestern, Telefon und Internet sind Schnee von gestern. Letzte Nacht hing schon wieder so ein Vollidiot verkohlt in unserem Zaun zum dritten Mal. Ich sitz die nachts immer unter Strom. Das Aggregat zieht den Saft aus Batterien, das Haus bleibt warm. Solarpanel laden sie tagsüber nach, das geht voll klar. Statt eins live empfangen wir einen Piratensender einmal täglich, eine Stunde lang. Und der Empfang ist mehr als schäbig, mit dem Merchstank ist so eklig. Doch mein Sohn versteht es nicht und fragt nach dem Kindergarten. Ich halt das nicht ewig aus, die Anspannung stetig. Seit zwei Tagen reden wir nicht, ich fühl mich gefickt, verdammt, alle quälen sich. Die Vorräte sind aufgebraucht, jetzt wird es gefährlich, morgen geh ich auf die Jagd. Komm, wir spielen Mensch, ärgere dich nicht. Nicht vielleicht, sondern wann steht Babylon in Flammen? Wenn alles zusammenbricht, führt eine Straße durch das Land. Moos bewachsen, schlummert, sie träumt von Vergangenem. Was muss passieren, damit du erwachst wie all die anderen? Radio Bielefeld, Liebold live. Der Bielefelder Musiker Daniel Wagenbreit hat auch schon mit dem Theater Bielefeld gearbeitet. Das Ding hieß Oper meets Rap. Und vor einem Jahr war das und du warst einer der Rapper, der mit Opernsänger und Sängerinnen zusammengearbeitet hat. War das so cool, wie sich das anhört, oder gab es da doch schon mal unüberbrückbare Grenzen? Gab es nicht. Es war so cool, wie es sich anhört. Es war bis jetzt war es einmalig und ich bin dankbar und stolz darüber, dass ich es machen durfte und wie wir es hinbekommen haben. Wie war diese Begegnung mit Opernsängerinnen und Sängern? Hammer. Also es ist das erste Mal passiert, dass dieses Genre für mich nochmal so ein bisschen aktuell wurde und ich mich damit auseinandersetze. Was machen die? Die sprechen eine Sprache ihrer Zeit, ihrer Kultur und sie stehen ziemlich zentral im Mittelpunkt, währenddessen das Orchester die Begleitmusik drumherum macht. Und dann habe ich mich an das ganze Rap-Ding erinnert gefühlt, ne? Wenn du ein paar Rapper hier in Stadtbezirken hast und die unterhalten sich oder schreiben ihre Texte, Otto Normal versteht manchmal nicht alles, also vieles gar nicht, weil es Slang ist, zeittypisch, regional geprägt, whatever. Und insofern hielt ich diese beiden völlig diametral entgegenstehenden Musikrichtungen für sehr spannend zusammenzuführen, sich berühren und auch wieder voneinander loszulassen und für sich zu stehen. Du hast ein eigenes Tonstudio, das Hotbox Tonstudio in Brackwede. Und gibt es eigentlich noch das Projekt Beats for OWL, das jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren helfen soll, eine Perspektive im Leben zu entwickeln? Ja, das gibt's noch. Ich gehe auch davon aus, wir gehen davon aus, mein Team, dass es nächstes Jahr weiterläuft. Auch da bin ich super dankbar, dass ich diesen Job haben darf. Es gibt nichts Schöneres, Geistreicheres, Sinnführendes für sein Leben, als anderen, also für mich, als anderen helfen zu dürfen. Und das Coolere ist noch, das hört sich immer so blöd an, aber die wollen ja auch alle. Und du darfst halt der sein, der die Hand reicht und dann funktioniert es manchmal wieder, was vorher so oft schief lief. Was heißt da genau, dass man denen helfen? Warum brauchen die Hilfe? Sind die irgendwie... Jeder war schon mal in einer schwierigen Situation und wenn da nicht die entsprechenden Menschen da sind oder man sich nicht von gewissen Menschen helfen lassen möchte, dann ist es gut, wenn es andere gibt. Und wir sind dazu da, um Stabilität reinzubringen, eine stabile Beziehung dann auch zu demjenigen zu haben, über Musik zu begeistern und dann wieder dieses positive Hoffnung, Perspektive zu entwickeln. Um mehr geht's nicht. Und auch schon erwähnt, das Bielefelder Blues-Projekt machst du auch mit Greyhound George und Batsman Joe. Da ist im Moment so eine Symbiose bei dir vom Rap zum Blues, dass du vielleicht auch bald mal richtig Blues singen wirst? Ich singe, ich rappe beim und im Blues-Projekt und bin auch da dankbar, diese Möglichkeit zu haben, weil eben
Ja, du wirst älter. Ich will nicht immer nur das Gleiche machen. So. Ich möchte mich auch gerne ausprobieren. So. Und das Coole ist, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass ich am Mikrofon mit der Sprache so gut bin, dass ich mir die Zeit nicht nehmen möchte, neben den ganzen anderen Projekten, die laufen, Instrument spielen lernen zu können und das auf einem gewissen Niveau zu können. Vielleicht später noch. Und jetzt gerade habe ich da Leute um mich und das ist cool. Man wird älter, hast du gesagt, Songs auch. Und der Song, den du ausgesucht hast, der ist auch schon richtig alt. Der ist aus dem Jahr 1967, also locker mal 50 Jahre alt. Light My Fire von den Doors hast du dir gewünscht. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich danke dir recht herzlich für deinen Besuch und wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Ich wünsche den Bielefeldern und dir eine friedliche und besinnliche, schöne Vorweihnachtszeit. Das sollten wir hinkriegen. Und jetzt ist Schluss für heute mit Liebold Live. Ich bin Andreas Liebold. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt spielen wir nur für Daniel Wagenbreed Light My Fire von Doors. Wir schreiben weiter in Gedanken, fliehen, fliehen. Wir schreiben weiter so. Können wir fliegen? Können wir fliegen? Wir schreiben weiter, es ist wie im Rausch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann kommen wir hier raus. So viele gehen drauf, wenn sie sagen, ich leb mich aus. Ich schreib ein Mosaik, yo, jeden Tag mein Leben auf. Buchstaben fliegen durch meinen Kopf, werden zu Wort. Es ist beinahe wie im Rausch, ich kann nicht ohne, muss sie nur noch ordnen. Der Stift läuft wie von selbst übers Blatt, übelst krass. Und so passiert, dass das im Morgengrauen quasi über Nacht ein neuer Song geboren wurde. Ich fühl mich müde, platt, doch kann endlich einschlafen. Erst jetzt lassen die Schübe nach. Ich schreibe überall am Bett, am Esstisch und auf Klo, in den Pausen und beruflich an der Tafel, MacBook Pro, manchmal so wie jetzt gerade, bei einer Session ausnahmsweise ehrlich, nicht die Regel, auch mal hier bei uns im Studio. Ich schreib Geschichten, Hymnen, Represente, Battletexte, Liebeslieder, Themensongs, manche davon echte Schätze, für die Ewigkeit. Obwohl nichts ewig bleibt, will ich noch so viel beschreiben, doch mir bleibt nur wenig Zeit. Wir schreiben weiter in Gedanken, fliehen, fliehen. Wir schreiben weiter so. Können wir fliegen? Können wir fliegen? Wir schreiben weiter, es ist wie im Rausch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann kommen wir raus. Wir schreiben weiter in Gedanken, fliehen. Wir schreiben weiter so. Können wir fliegen? Wir schreiben weiter, es ist wie im Rausch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann kommen wir hier raus. Ich schreibe weiter, weil ich ehrlich nicht mehr ohne kann. Beschreibt die Hölle hier auf Erden auch die große Angst, wie die Herde fliegt, getrieben wird, hilflos krank, träumt sie vom Paradies. Folge Versprechen vom Gelobten an. Ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt, diesen Beat, den Moment, diesen Text und siehe da, alles läuft wie perfekt, wie von selbst, ich liebe es. Buchstaben sind krisenfest, das Lied nur ein Kapitel aus dem Buch mit Titel, flieh vom Stress. Relax und chill, Schall und Rauch, es muss raus, weil mir sonst die Rübe platzt. Schreib ich es einfach auf, was ich brauch, nur Ideen als Ventil, guten Sound, danke Brick, dieser Beat ist genial und du auch. Moment auf wie im Rausch, weil wir keine Engel sind. Wie in einem Traum, wachst du auf, wirst zum Wendekind. Kämpfst um Erinnerungen, die durch die Hände rinnen. Lieder sind wie Zeitreisen, hört wie sie am Ende klingen. Wir schreiben weiter in Gedanken, fliehen. Wir schreiben weiter so, können wir fliegen. Wir schreiben weiter, es ist wie im Rausch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann kommen wir raus. Wir schreiben weiter in Gedanken, fliehen. Wir schreiben weiter so. Können wir fliegen? Wir schreiben weiter, es ist wie im Rausch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann kommen wir hier raus. Wir schreiben weiter in Gedanken, fliehen. Wir schreiben weiter so. Können wir fliegen? Wir schreiben weiter, es ist wie im Rausch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann kommen wir raus. Wir schreiben weiter in Gedanken, fliehen. Wir schreiben weiter so. Können wir fliegen? Wir schreiben weiter, es ist wie im Rausch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann kommen wir hier raus.